Auf Ex zu trinken ist das eine, auf die Ex zu trinken etwas völlig anderes. Martini wäre jedenfalls froh, wenn man ihn mit seiner Doppel-Layla-Vergangenheit verschont hätte. Ich wollte jetzt einfach mit dir reden, okay? Ja. So, wir sind seit 4 Tagen, glaube ich, hier. Mhm. So, ich habe dir jetzt von vornherein gesagt, so, ich will dich. Ich finde, du bist absolut mein Typ. Absolut. Unfassbar krasse Frau. Ich will dich noch näher kennenlernen, okay? Ich will, dass ich in Ruhe mit dir reden kann, dich anschauen kann, deine Hand halten kann, so in den Arm nehmen kann, ich liege neben dir im Bett. Ich denke mal so, es kann jeden Tag der letzte sein. Ich bin auch nicht so der Ruhigste, ich mache auch immer Ärger. Mir ist gerade schon mal Layla 1, 2, du. Ey, alles ist entspannt. Alle, also ich mach mir darüber keine Gedanken, weißt aber du? Aber am Anfang kriegen das mit, die kriegen es alle mit, dass ich gerade ratter, ratter, ratter. Guck mal, ich bin mit dir. Ich hab denen gesagt, so, Gina, so. Und jetzt sage ich dir, jetzt weißt du's, was du damit machst, ist deine Soße. Aber du bist meine Frau. Ich will dich, mehr will ich nicht. Mit Tizi hat sich das Thema erledigt, wieso für mich? Das fuckt mich einfach ab. Spiel doch mit offenen Karten, wo ist das Problem? Ich habe so großen Respekt davor, dass du mir das so sagst und du willst mich weiter kennenlernen, easy. Und ich weiß ganz genau, dass du mich schätzt, so wie ich bin. Und du weißt auch, dass du weißt, was ich drauf habe. Ich bin Wifey, ich weiß, was ich kann, ich bin gut im Bett. Ich bin eine Frau, mit der du alles erleben kannst. Okay. Ich weiß ganz genau, dass ich dir als Mann geben kann, was du brauchst. Zu 100%. Deswegen will ich dich auch. Absolut mein Typ. Du weißt, wie ich dich von oben bis unten immer angucke, wenn du hier fertig gemacht bist. Ne? Du weißt, so knackig, so. Ich bin nur hier wegen Geld. Weißt du, was ich meine? Und dann lässt du mich hier so links liegen, tust bei mir ein auf, ja, du bist meine Nummer 1. Ich seh's ja gerade. Weißt du, wie ich jetzt meine Krallen ausfahren werde? Ich sag's dir. Ich bin gerade so soft, ne? Ich bin Gangster eigentlich, aber ich bin fucking soft. Aber ich denk mir, ich muss mich so öffnen, weil sonst verstehst du nicht. Sich emotional zu öffnen ist gut. Weniger gut ist, wenn man zwei Frauen die gleichen Gefühle offenbart. Okay, komm. Oder vorspielt. Okay. Jedenfalls, wenn das rauskommt. Können wir kurz reden? Ja, klar. Was ist los, Girl? Also, du weißt, I love you. Mhm. Aber ich wollte nur mal wissen, so, was hat er dir jetzt erzählt? Dass er mir Interesse hat, dass wir uns kennenlernen. Ja, weil genau dasselbe hat er auch mir erzählt. Heute? Ja. Ey, mir geht's gerade voll schlecht. Das Ding ist, Gina ist hier, aber Layla bringt alles durcheinander. Ist einfach, du machst alles kaputt. Weil wenn du nicht kommst, ist doch nichts Schlimmes. Wenn du nicht gekommen wärst, dann werde ich mich voll um dich konzentrieren. Aber jetzt kommst du hier hin und ich denke mir so, ich muss sie kennenlernen und ich will dich kennenlernen. Layla. Jetzt mal ganz ehrlich, zwischen uns Mädels, sollen wir das nicht ansprechen? Ja. Also eigentlich wir beide mit ihm, weil ich kann das nicht so runterschlucken. Ja, weil wenn das so ist, dann ciao, Kakao. Ich bin keine, weißt du, mir brauchst du nicht Honig um den Mund schmieren. Nee, mir auch nicht. Und dir dasselbe, weißt du? Ja. Wer schläft eigentlich mit dir im Bett? Soll ich dich fragen? Soll ich dich fragen? Ja, ich hab ja noch kein Bett. Soll ich jetzt neben mir platzieren, oder was? Ja? Ja. Von noch nicht mal 5 Minuten. Ja, ey, ich will dich. Du drehst von beiden. Ich will dich. Ja, ich hab von den Blicken gesehen. Er hat dich aufgefressen. Und jetzt denke ich mir so, okay, was? Ja, weißt du, was ich meine? Okay, was? Was bist du für ein Ekelhafter? Okay, Layla, wir müssen jetzt mit ihm reden. Ja, wir beide ich mit bin ihm. Dabei. Komm. Martini? Martini? Kommst du einmal? Ich komme sofort. Ciao, Alter. Ich schwöre dir. Jetzt bin ich gespannt. Zug ist auf Gleis, Abfahrt. Ja, ist echt so. Keine gute Ausgangslage. Was würde ein Gigi in so einer Situation wohl machen? Ich bin sehr glücklich, dass ich heute nicht das Thema bin. Heute fand ich es sehr schön, nur zuzugucken. Voilà. Jetzt ist gerade passiert. Warum? Weil die Frauen gerade untereinander reden und wissen, krass, TC redet mit uns allen gleich. Ach, fuck, Alter. Bla, vertrau mir, vertrau dein Gigi. Geh hin und sag jetzt, wenn du willst. Ja. Vertrau mir. Layla oder Gina? Layla oder Gina? Layla oder Gina?
oder Gigi? Vertrau mir. Also, Siegen kam gerade zu mir nach unserem Gespräch. Ich war richtig überrascht, was sie mir erzählt hat, dass du zweigleisig wärst. Schau mal, ich war die ganze Zeit mit Gina in Kontakt. Ja. Egal, wer kam, Leila kam, ich hab gesagt, hey, guck mal, ich hab Gina kennengelernt. Du kamst, ich hab gesagt, Gina kam, war zuerst da. Ich würde dich kennenlernen, das Ding ist eigentlich nicht zugewiesen, verstehst du, was ich meine? Mhm. Aber den Tag über, so, ich chill, ich überlege, dann hab ich gesagt, guck mal, so, du musst nach vorne sehen. Deswegen habe ich Gina doch gesagt, was ich gesagt habe. Okay, aber meinst du nicht, es wäre korrekt gewesen, dass du mir das auch sagst? Guck mal, das Ding ist, du bist da. Bei mir bringt es nichts, wenn du es ihr erzählst. Leila, du bist da. Nee, for real. Ja, red du erst. Nee, lass mich ausreden, dass du mit mir redest. Ja, dann mach. Du brauchst doch jetzt hier nicht auf gut zu machen. Ich rede ganz normal, aber ich sag zu dir, für mich ist wichtig, dass du mit mir ehrlich bist. War ich unehrlich? Ja, du warst unehrlich. Inwiefern war ich unehrlich? Knifflige Frage. Frauenversteher Gigi hat wie immer eine Antwort. Frauen lieben die Männer, die wissen, was sie wollen. Das stimmt. Punkt Nummer zwei. Frauen hassen Unehrlichkeit bei Männern. Also in dem Sinne, Frauen lieben diese, die Männer, die wissen, was sie wollen. Sie lieben sowas, sie stehen auf sowas. Bam. Du hast mich als Option offen gehalten. Und da frage ich mich, für was? What the fuck bin ich hier? Hä, weil die mich gefragt haben, wer meine Ex ist. Hä, ja, soll ich jetzt, genau. Soll ich sagen, und dafür bin ich hier. Ja, okay. Und jetzt? Ey, sorry. Für mich einfach lächerlich. Hä, was macht ihr hier für Szene? Ich hab schon meine Gründe gehabt, warum ich ihn damals geghostet hab. Ich musste mir sogar einen verfickten Döner-Teller mit ihm teilen, weil er nicht mal so ein Gentleman war, zu sagen, ey, ich lade meine Frau auf einen Döner ein. Alles auf meinen Nacken und ich musste das mit ihm teilen. Viel Spaß, Schwester. Schade, dass heute noch keine Entscheidung ist, mein Schatz, ne? Fuck, Alter. Obwohl alle Frauen hier wissen, Gigi ist ein Arschloch, trotzdem sind alle bei mir, weil sie genau wissen, was ich will.